Heute treffe ich Jimmy Somerville am chinesischen Turm und sein ganz besonderer Freund Otto, eine französische Bulldogge, ist auch mit dabei. Trainierst du eigentlich deine Stimme auf eine bestimmte Art und Weise oder wie machst du das? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nie wirklich geraucht. Getrunken schon, aber geraucht eher nicht. Mittlerweile ist meine Stimme etwas rauer, aber das liegt ganz einfach am Alter. Ich singe nicht mehr so, wie ich mit 24 gesungen habe. Das geht mit 53 nicht mehr. Die Stimme ändert sich nun mal. Wenn ich mich langsam herantaste, schaffe ich die Höhe aber noch. Ich habe mal gehört, dass du mit deiner Stimme auch Glas zerbrechen lassen kannst. Manchmal hat das schon funktioniert, aber noch viel häufiger habe ich Gläser einfach zerschmissen. In den 80ern war es ja für Musiker, die gerade so ihre Karriere begannen, nicht gerade üblich, sich als homosexuell zu outen. Wie war das bei dir? Am Anfang war das mit dem Schwulsein kein Problem für mich. Die anderen hatten das Problem. Und weil es für andere ein Problem war, wurde es wiederum ein Problem für mich. Es ging dann darum, wer die Musik noch spielen würde, wer das Video zeigen würde, diese Dinge. Wie die Menschen auf der Straße damit umgingen, das hatte schon etwas Schizophrenes. Entweder hieß es, du bist großartig oder ich werde dich umbringen. Dazwischen gab es nichts. Im letzten Jahr hattest du ja einen richtigen YouTube-Hit. It's a hit. It's me. Oh my God. It's me. That's funny. Ja, das war wirklich ziemlich lustig. Woran hast du denn gemerkt, dass das Video erfolgreich wurde? Hast du da Mails oder Ähnliches bekommen? Es war erfolgreich, weil es ein Feel-Good-Video ist. Es hat Menschen zum Lächeln gebracht, gute Laune verbreitet. Wenn etwas diese Feel-Good-Mentalität ausstrahlt, wird es auch erfolgreich. Das war schon sehr bizarr. Aber das Lustigste war, dass jedem direkt Otto der Hund auffiel. Er wurde berühmter als ich. Wer ist dieser Hund? Wer ist dieser Hund? Wer ist dieser Hund? Was ist denn mit mir? Verfluchter Hund. Und was ist denn heute so deine Musik? Ich habe gerade ein richtiges Disco-Album fertiggestellt. Es heißt Hommage und kommt nächstes Jahr heraus. Es ist sehr organisch und keine Persiflage auf Disco, sondern echte und reine Disco-Musik. Danke dir, Jimmy. Es war mir eine große Freude, dich zu treffen. Thank you.